ist irgendwie aus der Nazi-Zeit. Hier haben Angestellte gewohnt, ein Hausmeister, hier gibt es einen Aufzug. Guck mal hier im Hintergrund, wie alles dazu gewachsen ist. Hier gibt es einen eigenen Luftschutzbunkerraum in der Riesenvilla hier. Mindestens 300 Quadratmeter. Auch schon komplett alles zugewachsen. Also der ist jetzt seit 30 Jahren quasi wirklich nicht geöffnet. Der ist jetzt die Schatzjäger. Mal, guck dich das mal an. Wie geil sieht das denn aus? Ey, da blinkt doch was, ne? Da, hinten blinkt was. Und hier steht Alarm Inside Luna oben. Und der geht dann an, hier die Polizei wird benachrichtigt. Ja, dann lass uns mal rausgehen, Alter. Kein Bock hier für so eine Scheiße, mal eine Anzeige zu kriegen. Ja, moin Freunde, willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Ja, ich bin hier heute unterwegs mit dem Mike und Jack, die sind aber netterweise schon alle abgehauen hier, ist doch kein Problem. Da ist er noch. Ne, Mike, einfach abhauen. Einfach abgehauen seid ihr, haben mich einfach allein gelassen. Ja, du rennst ja immer hinterher einfach, weißt du, der Clown da vorne läuft einfach weg. Unerhört. Lassen wir alle einfach alleine. Freunde, wir sind hier in einem alten, verlassenen Altenheim. Und das ist wirklich riesig. Guckt euch das mal an hier. Ich war 2018 schon mal hier, irgendwie aber auch nicht gefilmt. Ich glaube, da war damals eine heiße Aktion hier. Und was das jetzt so gibt, ich weiß nicht, ob wir reinkommen. Seht ihr wie immer jetzt in dem Video. Viel Spaß dabei. Also die haben sich auf jeden Fall mal sehr viel Mühe gegeben, hier die Dinger zuzumachen. Deswegen, ich weiß noch, irgendwie in der Vergangenheit war das mal ein heißes Teil hier. Das ist hier allerdings schon ein bisschen was offen. Die Natur holt sich auch schon wieder alles zurück. Was ist das denn hier alles? Stopp festhalten, bis Motor aus ist. Total Ölwechsel. Hier ist das Stromaggregat. Hier ist oben noch alles hier von dem Motor. Boah, die Mücken. Alles voll. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Hier ist alles zu. Und wieder Urwald. Urwald, wie wir ihn lieben. Also geht es jetzt komplett einmal andersrum. Ja, Freunde, der Eingang da vorne, der ist nicht so ganz prickelnd hier mit dem Glas. Das geht gar nicht. Ich habe mir gerade schon hier die Schraube in den linken Arm gerammt hier. Ja, wir suchen nach einem anderen Eingang. Hydrantenanschluss, Instandhaltung. 2018, ja. Das kommt hier mit dem Datum, wo ich hier war. Wo das Ganze aber noch richtig heiß war und noch richtig gerade neu lost. Ja, also hier, Freunde, sieht man schon mal langsam die Verwilderung hier, die alten Laternen. Also, ja, 2018 kommt schon gut hin, würde ich mal so sagen. Ne? 6 Jahre lost und dann sieht es irgendwann mal auch schon so aus wie hier. Aber hier mit den schönen Blumen noch. Der Weg ist auch noch da. Da vorne, was ist das denn? Da wachsen Palmen oder was? Das sieht ja cool aus. Aber das ist schon wieder hier so, dieses Stück hier finde ich, so richtig Apokalypse, ne? Der alte Wasserhydrant da vorne noch. Da wachsen schon die Büsche bis zur ersten Etage hoch. Ah, das ist ja wirklich cool hier, ne? Die Palme mitten in unserem Altenheim. Das ist schon wieder crazy. Das sieht schon wieder cool aus. Hier vorne, wo die Palme steht, hier war irgendwie mal auf jeden Fall der Eingang, würde ich jetzt mal sagen, weil hier auch dieses Rondell ist, wo die Taxen dann mal hinfahren konnten, würde ich jetzt mal behaupten, weil da endet die Straße, dann geht das hier hoch. Ja, hier ist wirklich Natur vom Feinsten und ja, ist jetzt noch kein wirklicher Vandalismus zu sehen, dann so alles schon zugemacht, aber drin wird bestimmt Vandalismus sein. Aber erstmal gucken, ob wir überhaupt reinkommen. Das ist nämlich so die Sache. Bis jetzt sieht alles sehr, sehr zu aus hier. Ja, hier können wir da durch. Muss ich noch so 60 Kilo abnehmen, dann komme ich da durch. Der Mike, der kommt da so schon durch. Der springt da einfach mit Anlauf durch. Ich frage mich gerade, ob hier nicht auch mal irgendwas war, wo die Leute hier gesessen haben hier so. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier so eine Art Terrasse gewesen ist, wo sie sich dann mit Tisch und Stühlen hinsetzen konnten. Was man gar nicht mehr so jetzt hier wahrnehmen kann, richtig, weil das hier schon so zugewachsen ist. Ich denke nämlich auch mal, dass wir hier gerade da rumtun, wo die Parkanlage mal war. Hier geht auch noch so ein Weg lang. Hier vorne. Hier riecht es auf jeden Fall gerade nach Urin. Hier riecht es nicht so angenehm, also finde ich zumindest. Ja, guckt euch mal die Gänge an. Also im Dunkeln ist, glaube ich, hier
auch eine gespenstische Stimmung hier, würde ich sagen. Könnte sein, dass das hier so eine Krankenstation war. Aber hier auch Steckdosen. Ja, man weiß es nicht, ne? Sieht so aus, ne? Programme, Volumen. Kannst du hier deinen Radiosender wählen oder was? Auch schon ähnlich. Aber sieht das Ding ja schon uralt aus, ne? Kleines Waschbecken. Der letzte Bewohner, weißt du, der rast hier noch rum. Der guckt schon links, rechts, wo kann ich noch hin? Wo ist das Buffet? Meinst du auch, das ist hier eine Krankenstation gewesen, hier unten irgendwie? Ja, gehe ich ganz besonders davon aus, dass das irgendwie. Weil, guckt ja allein diese Betten an, irgendwo mit den komischen Apparaten. So ja, als aus einer alten. Sind da Apparate oder was noch? Ja, klar, da geht's auch. Ja, das war gerade im anderen Zimmer auch. Das ist doch. Da oben, was ist das Radio oder was? Ja, auf dem Volumen. Das ist ja also wirklich uralt. Die haben eine Klingelknöpfe. Den Schwesternruf oder sonstige Sachen. Ja. Das ist auf jeden Fall alte Technik, alles hier noch. Ja. Alles zu. Hier brauchst du auch nicht alles zeigen, weil vieles natürlich auch gleich aussieht. Hier war da mal wohl, denke ich mal, ja, ein Eingang irgendwie oder steht eine Heizung vor. Haben sie aber trotzdem zugemauert da irgendwie, zugemacht. Ja, die Räume sind hier halt schon wirklich alle ziemlich leer, ne? Ah, hier Duschbereich, WC. Da brauchst du nicht wirklich viel noch hier zeigen, weil der alles ziemlich gleich aussieht. Gehen wir mal weiter, das Ding ist ja groß, ne? Vielleicht gibt es hier noch andere Etagen. Sieht aus wie ein Aufenthaltsraum hier, ne? Gestanden, also ist dieser Bereich hier vorne mal abgetrennt gewesen. Da oben ist schon übelst so Schimmel. Riecht man hier aber auch schon, ne? Ja, das stinkt. Ja, hier stinkt es generell. Ich habe gerade schon gesagt, wie reingekommen in so ein Urin. Ich weiß nicht. Hier ist der Aufzug noch. Aber das ist wirklich, also dieser Gang hier auch, ne, Freunde. Schreibt mir vielleicht in die Kommentare. Das wirkt jetzt hier gerade auf der Kamera, wirkt das heller, als es gerade eigentlich ist. Also das hier ist wirklich ein gruseliger Gang, finde ich. Schreibt mir in die Kommentare, würdet ihr hier abends allein reingehen? Das ist jetzt taghell draußen und dieser Gang. Ey, da blinkt noch was, ne? Da vorne blinkt es noch, ich schwöre. Das hat gerade rot geblinkt da vorne. Geradeaus. Da hinten blinkt was. Da ist er. Steht da nicht irgendwas auf dem Boden? Da blinkt. Rot, blau blinkt. Und hier steht Alarm Inside Do Not Open. Wir sollen hier abhauen. Alter. Das ist nötig, die Scheiße. Das ist vielleicht nicht so gut. Nee. Am Ende des Ganges, da blinkt es rot und blau. Das ist garantiert. Scheiße. Jack. Ich glaube, es wird Zeit für den Rückzug. Nee, nee. Das ist so wie so ein kleiner Roboter. 100.000 Millionen prozentig. Da ist er am Linken. Ja, da ist er. Du siehst ein Stativ auf jeden Fall. Ja, da steht ein Stativ. Ja. Oh Gott sei Dank habe ich da gerade gesehen. Kein Bock hier für so eine Scheiße, noch eine Anzeige zu kriegen. Habe ich das noch gesehen, Freunde? Alter, Juli. Bleibt dabei, Freunde. Wir müssen jetzt hier abhauen. Schnell rein, Freunde. Und schnell auf die Fresse fliegen, Freunde. Alter. Boah. Hier mitten im Urwald hier. Wo steht hier eine Nummer? Weiß auch keiner, ne? Vielleicht sind wir Person 308, die nachher am Baum gehängt werden. Das könnte durchaus möglich sein.
Ja, moin Freunde und willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Wie war das mal mit Tastentönen? Da bin ich noch leise gegen. Habt ihr gehört, Freunde? Wir stehen hier gerade. Ich bin immer noch außer Atem. Das ist hier Sumatra. Ne? Hier ist Luftfeuchtigkeit irgendwie 100%. Der Mike, der muss schon aufs Klo da. Der ist kaputt, ist auch dabei. Und hier, da sieht er schon, wer hier dabei ist hier. Da. Auf jeden Fall, Freunde, mit Jack und Mike und allem sind wir an der Villa. Der Jack hat uns quasi genötigt, hier hinzugehen. Der hat gesagt, wenn nicht, haut der uns, kriegen wir so eine Peitsche auf den Arsch. Ja. Auf jeden Fall sind wir an einer verlassenen Villa. Die Villa kennt, glaube ich, schon wahrscheinlich jeder von euch, die Lost Place sich angucken. Das ist auch mittlerweile weit aus der Blütezeit heraus, ne, würde ich mal sagen. Ne? 2018, 19, 20 war, glaube ich, so die, oder 16? Wann warst du das erste Mal hier? Ich war 16, glaube ich. 16 oder 17 war ich das erste Mal hier. Ich war schon mal hier, allerdings habe ich hier nicht gefilmt. Ich weiß nicht, warum, war ich doof, aber im Dunkeln irgendwie. Aber das Ding ist jetzt, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so im guten Zustand. Aber trotzdem, man muss es sehen. Und deswegen sind wir hier. Und auf los geht's los, Freunde. Bleibt dabei. Also ich glaube, so, Freunde, sah das hier früher mal nicht aus. Guckt euch mal hier die Tannen an und die riesen Bäume hier. Was ist das denn für ein verwunschener Baum hier? Der hat doch bestimmt auch schon eine lange, lange Geschichte hier zu erzählen, wenn er reden könnte. Das ist ja krass hier. Aber hier ist so ein richtiger Trampelpfad hier auf dem Boden. Und man sieht, dass hier schon wahrscheinlich viele Leute langgelaufen sind. Guck mal, eine alte Lampe wahrscheinlich hier aus dem Haus. Alter Falter. Kommst du von dem ersten Urwald in den nächsten. Und da ist immer noch kein Haus zu sehen. Alter Falter. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Boah. Prima Ballerina. Hier sind auch überhaupt gar keine Dornen oder so. Was ist das für ein Weg zum Haus? Ist alles matschig. Au. Das ist ja wie in so einem Märchen hier. Das ist ja mal ein abenteuerlicher Weg hier. Was ist das denn hier, der Pool? Alter Falter. Das ist ja krass. Das ist ein Pool. Das sieht eher aus wie so ein großes Becken von so einer Kläranlage, ne? So groß ist das, ne? Ja, ja, ja. Das ist einfach mal ein Pool, da siehst du auch, hier geht das ja richtig runter. Aber... Geländer. Ja, Geländer da. Ja, hier sieht man richtig, wie die Natur sich aber alles zurückholt, ne? Wie hier alles schon komplett wächst hier und alles, ne? Wenn man sich mal überlegt, dass hier mal früher Leute drin geschwommen haben und jetzt wachsen hier Bäume und alles ist hier komplett in dem Pool drin. Da vorne ist der Pool und dann läuft es einmal hier so rum. Beziehungsweise, hier ist ja noch ein Weg zu sehen, da konntest du quasi von quer zu dem Pool. Und hier sieht man noch die Villa. Ein bisschen, da sieht man sie durch, die Fenster sind noch da. Ah, das sieht ja richtig, richtig cool aus, ne? Guck dich da mal an, wie eingewachsen das hier mittlerweile ist. Also das ist wirklich mitunter die krasseste Entwicklung von der Natur, die ich jemals so gesehen habe, ne? Von so einem Lost Place. Vorne war hier auch so ein Eingang. Mit solchen Gittern und guckt euch das mal an, wie verwurzelt das Ganze hier schon ist. Das darf es ja keinem erzählen, ne? Wie die Wurzeln hier komplett wachsen hier. Also das ist so eine verwunschene, wirklich wunderschöne Villa, ne? Schade, dass sowas einfach dann irgendwann mal verkommt. Hier ist auch noch ein Lautsprecher auf dem Boden. Und hier hast du dann direkt den Eingang. Wo keine Fenster mehr drin sind, nichts. Ui. Ja, Alter, hier fliegst du aber mal tief, wenn du da reinfällst. Guck dir mal an hier. Alter Falter. Ja, guck mal hier rein. Da fließt aber mal eine Etage. Ja, also das Ding ist mal wirklich durch. Krasse Nummer, ey. Boah.
hätte ich denn hier noch? Alte Dunstabzugshaube oder was ist das? Ne. Alles voller Graffiti hier. Aber da könnt ihr euch mal anschauen, hier, wie groß einfach mal diese Villa hier ist. Ne? Wie viele Räume das hier gab. Guckt euch mal, wie weit das da reingeht. Geht einfach mal nach vorne noch rein. Hier ist jetzt der Eingang, wo ich gerade meinte. Guck mal hier, dieser Boden hier noch. Kannst du noch halbwegs erahnen, diesen Steinboden hier. Hier ist das Gitter, was ich gerade meinte. Zugewachsen, das ist schon mit den Ranken. Ach, guck mal hier, wie schön. So ein richtiger Rundbogen hier. Alles komplett schon voll mit dem Graffiti hier. Aber irgendwie ist das Ganze trotzdem noch wunderschön. Also wenn man zumindest eine Vorstellungskraft hat, was hier mal drin gewesen sein muss, wie schön das hier mal war, wie imposant. Hier ist nur der Kamin. Ist auch noch irgendwie so eine Art Teppich, was hier rumliegt. Oder nee, so eine Zelt. Irgendwas. Weiß ich nicht, Markise. Ah, hier war, glaube ich, mal der Haupteingang oder so. Da draußen siehst du sogar noch die Markisen, die hängen noch, die haben sich noch gewehrt gegen die Natur, die hier sich wirklich schon alles zurückgeholt hat. Ja, hier ist das Haupttor auf jeden Fall. Da hinten war gerade ein Haupteingang, wo ich dachte, der Haupteingang, aber guckt euch mal das hier an. Hier ist ein fetter Brummer, ein Schloss hier vor. Und hier liegt sogar noch ein roter Teppich. Und der war, glaube ich, hier von diesem Aufgang hier. Da war mal dieser rote Teppich. Da kann ich mich noch richtig dran erinnern, dass hier mal der Teppich hier hochging. Überlegt euch mal, wie schön das hier ausgesehen haben muss, hier mit diesem roten Teppich hier hoch. Das war eine richtige prunkvolle Villa. Hier liegen mittlerweile nur Fetzen davon auf dem Boden, hier von dem ganzen Boden generell. Hier ist auch noch ein kleines Räumchen. Da hinten sind wir irgendwie Spinte oder sowas. Irgendwo kommen ja auch Geräusche her, ich weiß nicht woher. Aber wir haben heute Sonntag und irgendwelche hämmern da draußen. Ich gehe jetzt mal zu den beiden anderen hier, weil hier muss es noch irgendwie einen Keller oder sowas geben. Hier gibt es einen Aufzug. Was ist das denn? Krass. Ne, der ist noch drin, hier. Tragkraft 225 Kilo oder 3 Personen. Also hier möchte ich aber nicht stecken bleiben drin. Hast du schon reingeguckt? Nein. Guck mal. Also ich möchte da nicht drin stecken bleiben. Aber das ist nichts für Leute mit Klaustrophobie. Also das ist klein. Sehr klein. Das ist sehr klein. Ja, ein bisschen runtergekommen ist er schon. Ja, da siehst du noch so ein bisschen hier von den ganzen Seilzügen. Das ist bestimmt auch schon eine Technik aus der 60er oder 50er. Allein ein Aufzug im Haus, das ist schon... Ja, das, dann weißt du, du hast so was gebracht. Über die Küche kann man natürlich streiten. Das ist alles aus Blech. Das ist jetzt die Küche, oder? Ja, das ist die Küche und daneben auch noch. Also, ich weiß nicht, so richtig gefallen kann mir das jetzt nicht. Nee, also deswegen habe ich auch gerade schon vom Weiten so gedacht, was ist das hier? Das ist einfach mal hier die Küche, komplett aus Blechschränken. Das muss ich nicht verstehen. Komm hier, das ist wirklich die ganze Küche hier, ne? Der ganze Küchenbereich. Hier sind wir wieder hier, vorne an dem Zaun. Hier liegen auch noch so ein paar Blechschränke hier auf dem Boden. Was bist du baff? Hier, diese Rondells, die sind ja heutzutage in den Küchen drin. Jo. Ja, aber das ist so ein Rondell, was du aber nicht drehen kannst wie heute, ne? Das kannst du garantiert drehen. Konntest du da drehen, meinst du? Ja, doch, stimmt. Ja, ja. Ja, guck, überleg dir mal, wenn das hier alles so aus den 60er, 70er ist, die Leute hatten Kohle, ne? Die sich in Aufzug reinbauen, da weißt du schon Bescheid, dass die auch sowas wahrscheinlich, wenn es gerade auf den Markt kam, sich sowas geholt haben. Ja, ich denke aber mal, wenn das eine Villa aus den 30er Jahren ist, das ist ja irgendwie eine Nazi-Villa. Ja, ja. Ja gut, aber das wird jetzt nicht... Nee, ja gut. Meinst du, das könnte schon aus den 40er dann sein, oder? Ich gehe davon aus, auch diese kleinen Schublädchen, das ist alles so 40er, 50er Jahre. Ja gut, jetzt wo du sagst, könnte schon sein. Ich hatte jetzt gerade 60er, aber Blechschränke stimmt schon, ne? Nee, da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben hier, wenn ihr diese Firma Sell kennt, was der Mike gerade schon sagte. Guck hier, die kleinen Knöpfchen. Obwohl, was ist das, der rote Alarmknopf oder was? Ja. Küche brennt.
Alarm hier links. Das ist ja krass, ne, Freunde? Schreibt mir fleißig in die Kommentare, ob ihr schon mal sowas gesehen habt hier. Das ist noch ein kleines Klöchen hier. Da draußen ist auch schon eine komplette Urwald zu sehen. Wie viele Räume gibt es hier, Freunde? Was hat denn jetzt hier ein Auto, so ein Dings hier? Ja. Das Tor, wollte ich gerade sagen, das Tor ist doch irgendwie mal neu hier zugekommen. Hä? Das ist sowas für Technik, Sektionaltor. Ja, das sieht aus, als ob die das hier mal nochmal genutzt haben, irgendwie, ne? So als Schraubermöglichkeit irgendwie oder sowas vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, Freunde, laut Jack ist das Ganze hier auch irgendwie so eine Art Villa gewesen aus dem Krieg. Hier haben irgendwelche Leute, irgendwelche von der Nazi-Zeit gewohnt, hat das irgendwie besessen damals. Und ich weiß nicht, wie lange das leer steht. Also ich schätze jetzt schon mal, glaube ich, seit den 90er Jahren, Anfang 2000er. Und jetzt gehen wir mal in den Keller. Hier muss noch irgendwie, glaube ich, so eine Art, ich weiß nicht, Bunker. Ich weiß nicht, ich habe jemand gerade gehört vom Jack. Der war ja schon zwei, drei Mal hier. Oh, hier wird's kühl, hier schön. Und hier heilt's. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier noch so erwartet. Na, das war jetzt hier, der Abgang. Aber hier ist schön kühl, dafür hat sich das schon gelohnt. Alter. Boah, hier bleibe ich. Boah, ist das hier schön kühl. Ja, also hier, der Eingang nach unten, hätten wir uns auch irgendwie sparen können für das Räumchen hier. Guck mal, hier ist ja sogar noch in dem Schrank, hast hier so Steckdosen und auch schon für Fernsehanschluss. Diesem uralten, massiven Schrank hier im Flurbereich. Was ist das denn? Ja, ich rutsche hier runter. Halleluja. Alter, Alter. Aua. Das ist ja auch mal eine alte Heizungsanlage, ne? Wie werden die Dinger hier befeuert, Mike? Ich denke mal, das wären Heizölbrenner sein. Heizöl? Ja. Huh. Früher konnte man vielleicht Koks reinmachen. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Ob das noch Kohle war oder was? Ja, Anfangsjahren wahrscheinlich schon. Und dann wurde das umgebaut, ne? Bestimmt. Ja. Um den Brenner davor zu setzen, die meisten Kohleheizungen konnten ja beides kann man. Ja, gut zu wissen. Hier ist auch überhaupt nicht nass hier unten oder so. Oh. Da ist ein komischer Vogel. Ist auch noch irgendwie so ein Tischchen hier mit so ein paar Unterlagen. Da kannst du nichts mehr drauf erkennen. So lange liegt das hier schon rum und alles ist feucht geworden. Kuckuck, kuckuck. Ich hatte die Treppe runtergewurschtelt. Das ist ein bisschen scheiße drin. Ja. Wo sind wir hier? Hier sind die Überraschungen. Überraschungsei ist hier? Ja, aber richtig. Hier fängt es auf jeden Fall schon mal an mit dem Waschbecken und dem Sicherungskasten. Wo geht's denn hier hin? Wo ist denn hier schön? Du bist hier der Führer. Komm. Du warst ja schon gefühlt 200 Mal hier, ne? Ja, das ist eigentlich mein Wohnen hier. Boah, was hat denn für einen riesen Sicherungskasten hier? Alter Falter. Unterverteile Erdgeschoss. Was? Fahrerraum? Wie Fahrerraum? Hausmeister? Was ist hier los, ey? Die ganzen Sicherungen hier und alles. Das sieht aus wie in so einer riesengroßen Firma, ne? Hast du hier so einen riesen Sicherungskasten. Was ist das denn hier? Riesenschrank? Der Fluglotse zeigt schon, der muss da links laufen. Was ist denn hier? Ach du Heiland. Nochmal ein Pool. Warum ist wirklich meine Frage, ne? Warum verkommt so ein schönes Haus? Seit wann ist das leer? Ich habe gerade gesagt, ich schätze mal Ende 90er, Anfang 2000er. Ja, irgendwie sowas. Wie gesagt, das hat ja eine wahnsinnige Geschichte, das Haus. Ja, habe ich gerade schon gesagt, so Nazi-mäßig, ne? Hat hier irgendjemand drin gewohnt, ne? Ja. Ah, das, okay. Ich weiß nicht, so ein Haus, ne? Da würde man von träumen, ne? Als Normalsterblicher würde man davon träumen. Und hier verkommt sowas einfach mal, ne? Wie viele Sausen hier gefeiert worden sind, wie viele Menschen hier in dem Pool waren. Das ist alles ultra krass. Der Lotse zeigt wieder. Ich muss nach links laufen. Freunde, ich finde es gerade richtig geil, dass hier kühl drin ist. Ey, wie viel verschlungene Räume gibt es denn hier? Was ist denn hier? Jägerstäbchen, aber das ist leider ganz kaputt. Boah. Hier riecht es auch übelst nach Schimmel.
Aber trotzdem, guck mal, hier war so eine richtige Party-Ecke hier. Wie Jack gerade sagt, so ein Jägerstübchen. Da ist auch noch so eine Sitzmöglichkeit in der Ecke. Ja, krass. Aber ich meine, gut, das ist ja auch meistens so gewesen, dass in solchen Häusern die auch noch so einen Partykeller hatten, ne? So einen fetten. Tja. Fluglotse, wo muss ich jetzt hin? Hier auch noch rein. Ist das gut, wenn man so einen Führer bei hat hier? Was ist denn da noch? Was ist das hier? Geht das da auch noch irgendwo hin? Ja, nee, ist klar. Ich wollte gerade sagen, Freunde, guckt euch mal die Tür an hier. Alter, da bewegst du aber nichts mehr, ne? Da bewegst du gar nichts mehr. Ach du Scheiße. Freunde, ein eigener Luftschutzbunkerraum. Ihr Hals aber voll. Jetzt ist die Frage, ob ich den vertrauen kann. Ich lasse hier gleich die Tür damit zumachen und bin ich hier eingesperrt, ey. Alter Falter. Guck mal hier, wie das jetzt aussieht, ja. Mit meiner Taschenlampe hier. Die habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Wie cool ist das denn, ey? Das hat ja jetzt schon wieder einen ganz eigenen Flair hier, ne? Passt ja dann. Nazi-Villa. Und dann hier diesen Raum hier. Diesen Luftschutzbunkerraum. Alter Falter, Freunde. Also das ist ja schon ein bisschen gespenstisch hier, ne? Wie verwinkelt ist das Ganze hier unten? Jetzt auch nochmal hoch. Da geht's rein. Da beschlägt sogar meine Brille. Kommst du von dem ganz kühlen nach raus in das Subtropenklima hier, ey. Ist ja nun mal die gleiche Größe wie unten, ey. Oh, da blutet einem echt das Herz, ne? Dass sowas einfach mal Lust ist. Nee. Aber so ist das halt, ne? Wenn es Lust ist, könnt ihr es sehen in den Videos. Aber natürlich ist das einfach eine Schande, sowas, ne? Dass sowas verkommt. Hier der Boden, der sieht ja auch schon irgendwie speziell aus, ne? Guck mal hier, der Urwald hier draußen. Dazu passt auch gerade das Wetter hier, die Luftfeuchtigkeit. Jetzt haben wir mal ein kleines Badezimmer. Und hier sind auch noch Schränke, vielleicht war das mal ein Schlafzimmer hier. Auch nochmal, sieht aus wie so ein kleines Badezimmerchen hier. Hier auch nochmal, alter Freunde. Alter Verwalter, guckt euch mal diesen Flurbereich hier an. Jetzt glaube ich mal irgendwie gefackelt oder so. Alter, wie lang ist dieser Gang denn hier? Alles voller Schränke hier. Was ist das denn hier? Hier ist der Dachboden, beziehungsweise... Was ist das hier? So spitz. Ich kenne die Villa jetzt auch nicht mehr von außen gerade, deswegen weiß ich jetzt nicht. Das sieht aus wie so ein Turm hier oder so. Wirklich wie so ein Turm. Muss der Jack mir gleich mal sagen. Kleine Lichtschalterchen hier noch. Ach du Heiland. Boah, also das ist wirklich mal richtiger natürlicher Verfall hier, ne? Mit der Decke und allem, ne? Man kann nur erahnen, ich habe auch nicht wirklich viele Videos oder ich glaube eins oder so vielleicht mal von der Villa hier gesehen, aber schon vor Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier mal aussah, ne? Aber es wird wunderschön gewesen sein, alleine schon mit dem Balkon da hinten und so. Tja, und jetzt ist die Natur einfach da und hat sich alles wieder geholt. Und das zeigt dann halt auch einfach, wie das Ganze irgendwann mal auch bei uns enden wird. Ne? Bei uns wird es genauso enden wie in dieser Villa. Dass wir irgendwann mal einfach nicht mehr da sind. Die Villa ist zwar noch da, aber hat die Blütezeit ihres Lebens längst hinter sich gelassen. Und so ist es auch bei uns Menschen. Und das ist auch dieses Faszinierende an diesem Hobby, finde ich halt. Ne? Dieses Lost Place, dass man immer wieder sieht, auch wie hier im Hintergrund. Schaut euch mal da oben die ganzen Pflanzen an, die da wachsen. Ja, Zeit ist einfach vergänglich. Hier hängt sogar noch so ein Fitzelchen von so einer Gardine, würde ich jetzt mal sagen. Da draußen prasselt er mittlerweile, das ist ein bisschen am Regnen.
guck mal, hier ist auch noch so ein riesen Badezimmer. Eine Badewanne. Da oben hängt noch so ein Fitzel von der Lampe. Und dann, guck mal hier, hier bin ich gerade hergekommen. Und dann geht's hier auch wieder weiter. Ey, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter das hat. Ne? Schätzt mal, schreibt mir in die Kommentare, Freunde, wie viel Quadratmeter ihr denkt, was die Villa hier hat. Aber, was ist denn hier? Ich weiß es nicht. Ich kann nur mutmaßen. Ich würde jetzt mal schätzen, mindestens 300 Quadratmeter. Ist auch schon komplett alles zugewachsen. Auch nochmal ein Klöchen. Ist hier hinter. Ist hier hinter. Ach, die Sauna. Deswegen auch dieses Guckloch hier. Wäre auch nicht schlecht. Ich hatte mich nur gerade gewundert, dass du da vorne drin rumliefst. Weil ich hatte da durchgefilmt. Ich wollte dich eigentlich erschrecken, aber da sind mir zu viele Viecher drin. Scheiße, da sind voll die Mücken. Ja, teilweise hörst du. Warst du da schon drin? Da ist eine Sauna da vorne. Nee, ich mach mich hier gerade so. Ich glaube, in der Zeit, wenn ich da jetzt gestanden hätte, dann wäre ich 10.000 Mal gestochen worden. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, Freunde, so läuft das hier nicht, ne? Guck mal, hier war auch noch mal so ein Öflein, glaube ich, ne? Ich kann es ja wirklich nur noch erahnen, was hier mal für Dinger waren. Aber guckt euch das mal an. Wie geil sieht das denn aus? Das ist ja mal, das ist geil. Also ich mag ja so diese ganzen Graffitis nicht so dolle, weil das auch viel Schrott ist, aber das sieht wirklich cool aus. Auch wenn das natürlich ein bisschen furchterregend aussieht, aber das sieht richtig geil aus. Schreibt mal fleißig in die Kommentare, ob ihr das auch cool findet hier. Also da hat auf jeden Fall einer gemacht, der Ahnung hat von der Materie, würde ich sagen. Hier riecht es gerade ein bisschen verschimmelt. Hier sind nochmal viele, viele Schränke hier. Na, guck mal, hier ist das Ende. Das ist nochmal so ein Spitzding hier. Ist auch wieder so hoch, ne? Aber wie viele Quadratmeter mögen das hier sein, ey? Was schätzt du, Jack? Ich habe gerade schon gesagt, 350 bestimmt, ne? Ja, locker. 400 so? Ja, locker. Das ist ja noch das Nebengebäude, da praktisch ja noch so ein bisschen, der andere Aufgang. Aber ist so interessant, ne? Ja. Aber das habt ihr gar nicht gesehen. Was denn? Hinter mir der riesen Eingang zum Safe. Hier? Wo? Ja, hier. Das ja. Ist doch nicht geil, diesen Zeit. Wir stehen davor, weißt du? Stehe genau da und sehen das nicht. Wo hast du den Schlüssel? Ja, genau, wo ist der? Der ist im Auto, Georgina. Hast du da auch noch eine Million drin für uns dann? So? Ja, die ist alle hier drin. Ja, cool. Aber jetzt achte mal drauf, wie die schon versucht haben, da oben, sie, da unten. Also der ist ja seit 30 Jahren quasi wirklich nicht geöffnet. Der ist nicht geöffnet, der ist zu. Freunde, wisst ihr Bescheid. Wir werden jetzt, wir werden jetzt die Schatzjäger. Ja. Ja, und dann habt ihr noch das Ding hier mit diesem geheimen Zimmer. Das, du musst dir vorstellen, hier war früher eine richtig fette Wand vor. Das konntest du nicht sehen, das Ding hier. Ich weiß, als ich das erste Mal hier reingegangen bin, ne? Alter, das war so spooky. Eine kleine Taschenlampe und wir so dann hier hin rein. Die ist hier so rum, so ganz normal. Ich setz mich hier. Ich war da, ich bin mir sicher, dass ich da drüben überhaupt drin gewesen bin. Ich weiß nicht, welcher Bereich das ist. Was ist denn da? Ich weiß nicht, welche Treppe nach oben. Ja. Da ist eine Leiter, oder ne? Ja, irgendwie so eine Stiege nach oben. Ja. Aber jetzt, pass auf, Freunde. So. Ich dann hier hingekommen, ne? Musst du dir vorstellen, du kommst hier in das Zimmer rein. Das ist voll komisch lackiert hier, ne? Du kommst hier in das Zimmer rein. Allein diese Decke, ne? Da bist du schon ballerballer. Der ganze Raum war so tapeziert. Das Ding war komplett zu. Du hast nicht gesehen, dass da irgendwie eine so Klappe. So, jetzt pass auf. Jetzt an euch. Diese Türe hinter euch. Eine richtig fette Metalltüre. Schloss, Schloss, Schloss. Ja. War nur von außen zu öffnen. Nur von außen. Jetzt der nächste, dieses Teil hier, dieses ganze Metallteil, war vor den Fenstern vor. Krass. So, du konntest es, das haben sie mit Gewalt, mit allem drum und dann haben sie ja, ja. Irgendwie haben sie es runtergerissen. Aber du hast es nicht aufgekriegt. Was war das für ein Zimmer? Also wenn sie wirklich einen versteckt haben, ne? Eingesperrt haben, ne? Das sind alle Russen, die sowas sagen. Aber du sagst gerade nur von außen? Von innen war nur so ein Knopf. Ja, weil hier ist doch Dings, ne? Hier ist so ein Schloss. Ja, ja, aber es war keine Klinke, nichts. Ja gut, aber da wird ja mal eine Klinke drin gewesen sein. Nein, nur ein Knopf. Ha. Nur dieser dicke Knopf, so, nur so ein Knauf. Ach so. Sonst nichts. Hm. Kurios. Also, wenn du von hinten geguckt kannst, also, welcher kranke Gedanke sitzt da dahinter? Ja, Spiegel, den von hinten? Habe ich noch gar nicht gesehen. Du warst gerade im Badezimmer. Ja. Ich dachte, wo ist die Sauna? Ja.
wenn du jetzt mal guckst, aus dem Schlafzimmer geht eine Tür hinter den Spiegel. Ja. So, für was? Also kurios. Damit ich irgendwelche nackten Weiber begaffen kann oder was? Hier wurden mir einiges, hier kamen mir einige Hochrangige von damals, kamen ja hier hin und die haben hier Partys gefeiert am Ende und alles Mögliche. Und deswegen so ein Zimmerchen hier mit alles. Wurde vielleicht mal wirklich Leute eingesperrt, die du gerade beseitigen wolltest, mal so, ne? Oder vielleicht nicht nur das, vielleicht wurde hier jemand gehalten. Ja, meine ich ja. Gefangen gehalten oder so, da meine ich ja. Also schon echt, das ist schon. Ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Haus hier eine große Geschichte hinter sich hat. Ey. Ich finde generell diesen Gang hier, wenn du mal so guckst, hier auch, da wo ihr jetzt da steht, ne? Hier ist auch nochmal so ein kleines Teilchen hier. Dieser Gang, der ist schon so beängstigend hier irgendwie so. Aber hier ist die Toilette drin, beziehungsweise das Badezimmer. Hier ist ein Bad, ja. Wenn du da jemanden drin gehalten hättest. Da muss ja auch mal. Dann wird er vielleicht unter Vorbehalt hier mal. Weißt du, was hier auch so riecht? Bestimmt das hier. Das ist so Elefantenhautfarbe, ne? So. Das riecht, glaube ich, auch. Ist wie Kirche. Ja, hier riecht's komisch. Ja, lass uns mal über diesen Raum hier nachdenken. Ja, da müssen wir mal gucken. Also hier kommt eine Treppe von unten auch. Ja. Ich muss mal denken. Hier geht's dann mal eine Etage tiefer, ey. Hui. Aber das ist so. Krass, ne, wirklich einen Aufzug in deinem eigenen Haus zu haben. Ne? Ich meine, für die Quadratmeter hier ist das natürlich eine gute Idee irgendwo, aber Lichtschalterchen hier. Die Frage ist jetzt, wie kommt man zu diesem Raum da gerade, den der Jack noch nicht mal gesehen hat, wo diese Leiter da auch ist. Ja, hier sind überall so diese so Verstecke, ne? Versteckte Dinger. Hier war so ein Ankleidezimmer. Ach, und hier jetzt, oder was? Genau, hier warst du dann im Badezimmer drin, ne? Ja, ja. Und hier hast du dann quasi rein theoretisch reingucken können. Ja, genau. Schon. Weil hier irgendwie muss ja was drin gewesen sein, ne? Ein Fenster, Spiegel oder was auch immer. Hier war so ein riesen fetter Spiegel davor. Spiegel? Das weiß ich. Hier waren zwei Waschbecken davor, auch so in grün. Ha. Habe ich noch die Bilder von ja, auch nicht schlecht. Ich könnte mir gerade nur irgendwie mein Allerwertesten beißen, dass ich das Ding nicht schon 2018, 19 mal gefilmt habe, ne? Aber kannst du machen, nix. Kannst du machen, guckst du zu, was willst du machen? Ne? Dann bin ich zumindest jetzt hier, wo andere nicht hier sind, die diesen Zustand vielleicht nicht kennen. Ist ja auch ganz interessant zu sehen. Also war das hier abgetrennt oder was? Hier war der Angestelltenbereich oder was? Hier war ich dann drin. Nochmal ein kleines Klöchen. Wenn die Angestellten dann natürlich auch mal ihre Notdurft hatten. Freunde, gucken wir auch noch mal hier hoch, ne? Aber hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr auf dem Dachboden. Auch in die andere Richtung nicht. Ja, Freunde, draußen angekommen. Kriegen wir erstmal einen Schlag vor lauter Wärme. Und das ist hier so ein riesen Öschi an Haus, ne? Aber halt auch nur noch halb zu sehen hier, ne? Weil hier alles schon wirklich komplett eingewachsen ist. Ne? Und hier ist doch so ein Spitz, siehst du, das ist ja das, was ich meinte da. Der hat doch so Türmchen da oben drauf, siehst du? Ja, ich habe das auch nicht mehr im Kopf gehabt, wie das Ding mal aussieht, von außen noch. Jetzt sehe ich hier. Freunde, hier sind Mücken, hier ist alles am Start. Wir sind jetzt draußen. Der Jack geht schon mal in den Urwald. Und ja, ich würde sagen, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, auch wenn das wirklich schon fast eine Ruine ist, ne? Im Hintergrund hört man auch irgendwie Geräusche, ich glaube, wir sollten gleich mal verschwinden, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wenn noch nicht geschehen, drückt die Glocke, so seht ihr immer die neuesten Videos und gebt dem Video einen Daumen hoch. Auch natürlich beim Mike, beim Jack. Und ich esse schon die Mücken. Freunde, bis zum nächsten Video. Seid gespannt, was noch folgt. Und auf los geht's los. Wir gehen jetzt mal raus. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.